So, wir müssten wieder live sein. Und ich hoffe, dass der Delay jetzt auch raus ist, weil es ist natürlich mega nervig. Ich bin stumm. Also nochmal, welcome back. Ich habe mich gerade mega über die Bienen gefreut, die hier in dem Inkubator rumflattern. Weil ich habe beim ersten Durchlauf habe ich tatsächlich versucht, Bienenlarven zu züchten und es hat immer nicht funktioniert. Es ist immer irgendein Bullshit rausgekommen. Ich bin synchron. Yeah. Geil. Ich muss mal darauf achten, warum das kommt. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum ich auf einmal nicht mehr synchron bin. Also ich habe gerade ein Megatröpfchen in der Hose. Das sieht ja so dermaßen genial aus. Und vor allem können wir jetzt gleich den Bienenstock züchten. Und da war ich gerade stehen geblieben. Ich habe beim letzten Durchlauf versucht, die Bienen zu züchten, beziehungsweise hier in dem Fall zu inkubieren. Und Nakata, du hast Spaß. Alles klar. Mein Kater hat gerade seine 5 Minuten und pest hier durch die Wohnung. Und jetzt sehe ich das erste Mal Bienen in Planet Crafter und Leute, ich hab Bock. Ich hab richtig Bock. Gut, So viel dazu. Jetzt können wir eigentlich die Inkubatoren schon mal abbauen, weil die hier machen mehr als ausreichend ihren Job. Ich weiß noch nicht genau, ob ich nur 4-mal Auberginen als ausreichend betrachten möchte. Das Beste kommt jetzt noch, sagt er. Also ich glaube, ich habe irgendwas von Fischen gelesen. Da war ich ja schon gehuckt. Ich bin gespannt. Also ich baue jetzt erstmal einen Inkubator und die Schmetterlinge kommen ja dann auch bald. Zeitnah, irgendwann, demnächst. Schauen wir mal. Oh. Oh. Das ist ja genial. Ich bin eigentlich kein Red Bull-Fan. Überhaupt gar nicht. Weil zu süß, zu alles. Aber ich habe gerade einem Tag oder so habe ich einen feigen Apfel-Red Bull gefunden und dachte mir, ey komm, den musst du mal mitnehmen, Winterzeit und so. Ich bin nicht der Weihnachtsfreak. Überhaupt gar nicht. Also nicht, dass das jetzt irgendwie rüberkommt. Aber ich mag diese Kombination zwischen Apfel und Zimt. Das ist einfach für mich eine sehr, sehr gute, leckere Kombi. Und der schmeckt gut. Der schmeckt richtig gut. So, Wasser, Sauerstoff. Wie du siehst, ich habe auch schon einige Larven eingesammelt in Vorbereitung darauf, dass ich mir dachte, oh, du brauchst bald einige Larven, um irgendwann mal dann doch vielleicht die Bienen zu züchten.
Naja, wohl doch nicht. Aber schön. So, wie weit sind wir denn? Da sind wir. Ich wollte gerade fragen, wie weit sind wir mit dem Bienenstock? Und da sind wir. Vermehrt Pflanzen und Insekten. Oh. Oh, Pflanzen 350. Das ist gar nicht so wenig. Das ist überhaupt nicht wenig. Geil. Ich habe richtig Bock. Okay, dann könnte das natürlich jetzt auch mit dem Pflanzen und mit den Insekten könnte das natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Sphäre erreichen, wenn man erstmal die Insekten und Pflanzen schafft, dass dann eben halt auch wieder die, ich glaube, wir brauchen Dünger, ne? Dass dann halt auch tatsächlich wieder mehr Terraforming zusammenkommt. Okay, ja, es ist nachvollziehbar. So, dreimal Algen, einmal Schwefel. So, dann haben wir schon mal Dünger. Den Bio-Kunststoffklumpen. Was war dafür notwendig? Jetzt muss ich doch nochmal nachgucken, das habe ich noch nicht im Kopf. Zweimal Pilz, einmal Silizium und eine Wasserflasche. Pilze haben wir hier. Ja, ich glaube, ich muss jetzt doch noch mal ein oder zwei Nahrungszüchter bauen, nur für Pilze. Ich glaube, das klingt nicht verkehrt. Ja, aber erzähl, Lallöchen, wie war die Woche? Soweit alles schicki. Ich meine, ich war echt am Sonntag, ich war echt gerädert nach den 10 Stunden Stream, muss ich sagen. Das ist ein neuer Rekord für mich gewesen. Ich habe mir aber nicht zwingend vorgenommen, aber ich habe mir auch nicht gesagt, dass ich heute nicht wieder tue. Es hat einfach zu viel Spaß gemacht letzte Woche. Und so, dann hier die Bienenlarve und dann können wir einen Bienenstock bauen. Ja, geil. Cool. Und den müssen wir bestimmt draußen bauen. Da würde ich fast wetten. Oh, hier kommen die ersten Bäumchen. Die sehen geil aus. Ja, okay. Also, wir werden in jedem Fall noch ein paar Bäumchen bauen. Ach so, das ist der Bienenstock. Okay, crazy. Ja, cool. So, dann die Larven alle mal einsammeln. Kann ich bei dem Bienenstock noch irgendwas tun? Ach, der produziert Honig. Na, wie krass. Okay. Ja, gut. Ja, gut. Wir gehen rein. Der Samstag war heute der Samstag. Wieso? Was passiert? Baumsamen zernähern. Aha, 150%. Das ist gar nicht schlecht. Und von den Nullner-Samen haben wir, glaube ich, auch noch ein paar, ne? Ja. Ja, gut. Mutagen. Kriegen wir hin.
Okay. Ja, ja, okay, das ist natürlich, also, wie sagt man so schön, wenn's kommt, dann kommt's dicke, ne? Ja, also, meistens ist es ja so, wenn irgendwas schief geht, dann geht gleich alles schief. Also zumindest ist es bei mir meistens so, dass ich dann halt einfach mir denke, ey, danke, aber den Tag könnte man eigentlich auch aus dem Kalender streichen. Ja, also von daher, ich kenne so eine Tage. Ich kenne so eine Tage wirklich gut. Macht meistens dann nicht ganz so viel Fehz. Und kann ich auch vollkommen nachvollziehen, ja. Ja. Also wie gesagt, also wenn dann gleich richtig, ne? Und dann auch gleich ganz lang, dreckig und von hinten, wo man sich denkt, so, ey, muss das jetzt sein? Ja. Häufig fängt der Tag sogar dann richtig gut an und dann ist es einfach nur noch ein komplettes Desaster. Ja, wobei 200 Euro geht ja jetzt noch. Also ich hätte jetzt eher mit mehr gerechnet. Also wenn ein Auto kaputt, dann ist ja meistens eher so, hängt noch eine Null hinten ran, ne? Also wenn es ganz, ganz dicke kommt. So, ja, jetzt fliegen hier die Bienen durch die Gegend. Ich hab ja richtig Bock. Sieht das geil aus. Also, als nächstes werden wir in jedem Fall jetzt hier noch einen kleinen Dingens anlegen. Hier kommt jetzt gleich, ach hier gucken mal, hier ist drüben stehen auch schon Bäumchen. Den nächsten stellen wir da in die Ecke rein. Irgendwo hier, weil da kann er sich maximal entfalten. Hier haben wir ja noch Steine im Wege. Ja. Ja. Also, ich muss immer an mein denken, wenn bei mir irgendwie was ist. Ach so, ja, okay, gut. Das ist natürlich dann richtig. Das ist richtig nervig. Das ist richtig unangenehm. Vor allem, wenn man sein Weihnachtsgeld für so eine Scheiße dann auch noch opfern muss. Das macht natürlich überhaupt gar keinen Spaß. Da bin ich bei dir. Aber, und das sage ich in vollem Bewusstsein, auch wenn es eigentlich totaler Schwachsinn ist, wer weiß, wofür es gut war. Wer weiß, wofür es gut war. Ich weiß nicht, was jetzt mit dem Wagen nicht in Ordnung war, aber im schlimmsten Fall wäre dir das dann auf dem Weg in den Urlaub passiert oder so. Im besten Fall zu Weihnachten, ne? Das ist natürlich dann wäre es so richtig, richtig nervig. Und wenn du jetzt die Situation hast und das bereinigt hattest, ne? Echt jetzt? Okay, was war los? 200 Euro kann jetzt auch nicht so viel gewesen sein. Batterie im Arsch oder was? Das ist natürlich noch umso ärgerlicher, wenn man erst vor ein paar Monaten im TÜV war. Beim TÜV war und da kein Fehler entstanden ist. Aber ja, also ja, ist schwierig, sowas immer halt über den Kamm zu scheren. Ne? Ich meine, manchmal hast du halt einfach Materialermüdung.
die nicht zwingend beim TÜV dann auch überprüft wird, schrägstrich überhaupt aufgedeckt werden kann. Ich meine, die gucken ja im Endeffekt auch nur nach Bremse, Abgas und ein bisschen Gedöns. Das ist bei denen ja jetzt auch nicht so, dass sie den ganzen Wagen auf Herz und Nieren einmal durchtesten. Eigentlich sollte es so sein beim TÜV, ja, aber naja, meistens eher nein. Und aber trotzdem absolut ärgerlich. Also kann ich voll nachvollziehen, dass da auch die Laune im Keller ist dann. Macht dann einfach keinen Spaß mehr. Also nicht im geringsten. So, ja gut, die Bohnen brauchen noch einen kurzen Moment. Dann werden da nämlich auch schon die Nahrungsmittelzüchter abgebaut. Wie viel Schwefel haben wir noch eigentlich? Ich will nicht sagen ausreichend, aber zumindest noch ein bisschen. Dann wollen wir nochmal Methankartuschen einsammeln. Ich glaube, Algen können wir auch gleich noch mal einmal einsammeln gehen. Brauchen tun wir sie so oder so. Ja, also Gott sei Dank, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich seitdem ich meinen alten schon schrottreifen Polo abgegeben habe und jetzt dann mit einem Leasingwagen durch die Gegend fahre, hatte ich bisher in den letzten fast 2 Jahren, Gott sei Dank, nichts mit dem Wagen. Also der schnurrt wie ein Kätzchen, da muss ich wirklich sagen, hat Renault wirklich gute Arbeit geleistet. Ist ein Hybrid. Gott sei Dank hat der wirklich bisher gut durchgehalten. Also es wäre jetzt in jedem Fall ein absolutes Desaster gewesen, hätte der jetzt irgendwie die Füße hochgerissen. Ich meine, gut, da wäre dann noch Garantie drauf gewesen im Endeffekt, aber trotz allem wäre das nicht gut gewesen. Also überhaupt nicht, weil ich bin natürlich beruflich auf den Wagen auch komplett angewiesen. Also ohne den geht gar nichts. Bei dir wahrscheinlich genau dasselbe. Und ja, also da muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, das hat gut durchgehalten, das Autowägchen bisher. Ich hatte jetzt vor 2 Wochen oder so mal ganz kurz die Info, dass der Reifen irgendwie platt war, da habe ich den wieder aufgefüllt und seitdem ist auch wieder gut und er hält auch wieder hält das auch wieder, also ein Luftdruck, ja, aber naja. Aber mein Polo dafür war umso mehr Katastrophe. Also am Ende, bevor ich dann den Neuwagen bekommen habe, beziehungsweise einen Leasingwagen, was ja dann quasi ein Neuwagen war, habe ich so circa alle 1,5 bis 2 Wochen Bremsflüssigkeit nachgefüllt, weil hinten rechts die Bremse schon getropft hat und im Endeffekt Bremsflüssigkeit bei jedem Bremsen ausgetreten ist. Glaub mir, das war ein Spiel mit dem Feuer, ja. Das hätte auch einfach mal ganz bösartig in die Hose gehen können. War nicht gut. Von der Umwelt mal ganz abgesehen. Eine neue Mitteilung erhalten. Okay. Können wir die eigentlich schon lesen? Habe ich eigentlich den Mitteilungsmonitor schon aufgebaut? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal nachgucken. Nee, darf gar nicht sein. Aber zu dem Zeitpunkt wenig Kohle. Was willst du machen? Weißt du, wie ich meine?
Also ich meine, einerseits klar, sollte man echt aufpassen und gerade Bremsflüssigkeit ist, wie gesagt, umwelttechnisch echt überhaupt ganz bösartig. Hatte ich auch wirklich ein schlechtes Gewissen, ich war darauf angewiesen und irgendwas musste ich ja tun in dem Fall. Ja? Und die Kohle für einen Neuwagen, geschweige denn für die Reparatur, war jetzt auch nicht wirklich da zu dem Zeitpunkt. Und naja, es war nicht schön. Aber ja, war dann halt so. Ah, der Wagen ist mittlerweile auch verschrottet. Also von daher. Hatte ich hier das Ding nicht eigentlich in die Forschung gegeben? Achso, ich habe wahrscheinlich die Sequenz nicht eingeleitet. Das ist natürlich doof. Naja, gut. Schaut mal, Atmosphäre. Oh, geil. Das heißt, wir kriegen bald Atmosphäre und können dann atmen. Wie geil ist das denn? Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Gut, gut. Wir brauchen eigentlich, ja, eigentlich brauchen wir von allem was. Was hatte ich jetzt gesagt? Eigentlich wollten wir nochmal nach Schwefel gucken. Ja, wir gehen jetzt nochmal Schwefel einsammeln. Stopp, vorher gucken wir nochmal, was die Nahrungszüchter jetzt sagen. Bohnen, ja, die können wir nochmal einsammeln. Nicht wundern, wenn ich ab und zu mal so ein paar ein bisschen Gesichtsfasching habe. Ich habe mir letzte Nacht ganz bösartig den Nacken irgendwie eingeklemmt oder verlegen. Und seitdem, ich habe heute Schmerzen, das kannst du dir nicht vorstellen im Nacken. Also gerade sitzen ist so gut wie unmöglich, weil ich jedes Mal irgendwie wieder zusammensacke, wie so ein Schluck Wasser. Ganz unangenehm. Jedes Mal, wenn ich mich dann strecke, dann tut's weh. Aber irgendwie versucht man ja auch ein bisschen gerade zu sitzen. Naja. Autofahren war heute geil. Immer beim Schulterblick dachte ich so, ah! Aber gut, Schulterblick muss ja trotzdem sein, ne? Nee, eigentlich gar nicht. Also ich war gestern eigentlich mehr oder weniger den ganzen Tag, fast den ganzen Tag drin. Autofahren tue ich eigentlich nie mit offenem Fenster. Ich wollte Schwefel einsammeln. Es ist jetzt schon das zweite Mal, dass mir das den Abend passiert. Immer will ich Richtung der Osmiumfabrik anstatt zur Schwefelfabrik. Also ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß einfach nicht, was, warum, ja. Ist halt einfach jetzt gerade so und ja, morgen wird es bestimmt auch wieder gut sein. Ich habe leider mein Shiatsu-Massagekissen noch nicht gefunden, sonst hätte ich es mir jetzt hier einfach auf den Stuhl geklemmt und hätte mich beim Stream massieren lassen. Aber kommt morgen, werde ich mir morgen mal gönnen, raussuchen und einfach mal hier mir schön an die Rückenlehne ranbauen. Und dann schön so. Ich habe leider noch keine Freundin, / Frau. Oder was heißt noch nicht, sondern wieder nicht. Und das auch gewollt nicht. Die jetzt einfach mal so sagen könnte, hier komm, Jung, ich gebe dir mal kurz. Ne? Nicht, dass eine Frau nur das dafür da wäre bei mir. So ist es nicht, aber... Es wäre in jedem Fall ein großer Teil dessen.
Okay. Ach, jetzt gibt es hier sogar Sauerstoffkapseln. Das ist ja interessant. Die ganze Zeit spuckt er nur Methankapseln aus und jetzt, wo ich sie nicht brauche, schmeißt er mir Sauerstoffkapseln raus. Naja, warum nicht? Du suchst nach dem Discord, vermute ich. Ja, so weit fortgeschritten sind wir noch nicht. Warte mal kurz. Auch auf die Gefahr hin, dass es jetzt wieder ein Delay gibt. Also du findest... oh Gott, jetzt muss ich gerade selber mal schauen. Discord nutze ich ja doch meistens eher seltener. So, da ist er. Also, Discord. Du kannst einmal nach mir quasi schauen. Übrigens mal so generell an alle angeteasert. YouTube habe ich euch ja letztes Mal drüber informiert. Da sind wir gerade am Aufbau. Und ich bin gedanklich noch nicht so weit, aber es kann durchaus passieren, dass ich Ende des Jahres quasi mich von der Eimer nach der Abenteuer und der quasi BSK ein Stück weit streaming-technisch zumindest erstmal ablöse. Und wenn ihr wollt, folgt gerne schon mal auch demselben, also nicht nur Discord, sondern auch Twitch. Dort wird dann wahrscheinlich die nächsten Streams vielleicht ab Januar oder Februar laufen. Also wie gesagt, gedanklich bin ich noch nicht so weit. Das muss ich alles noch zeigen. Muss ich dann auch erstmal noch durchsprechen designen auch alles, aber bis dahin, genau. Und ansonsten kannst du auch tatsächlich den Discord-Server einmal nach der Abenteuer nutzen. Dort solltest du dich eigentlich auch einquetschen können, bin ich der Meinung. Falls du da irgendwie eine Einladung brauchst oder so, sag mir Bescheid, dann kümmere ich mich drum. Okay, ich habe ab und zu mal so einen kleinen Delay in der Maus drin. Ich kann mir vorstellen, dass es daran liegt. Dass wir den Delay dann reinbekommen. Ja, bitte, für was? Ah, für Discord. Okay, gib mir eine Sekunde, das kriegen wir hin. Dann.